Hallo zusammen, Kai hier von Travel Camping Living. Ich bin bei Clever auf dem Stand und schaue mir jetzt den Bike 540 mit Aufstelldach an. Ja, und da der Van hier gerade frei rumsteht, laufen wir doch gleich mal rein und schauen, wie das Ding von innen aussieht. Und da fällt schon mal richtig was auf. Erstens, ich setze mich hin, denn es war ein langer Tag. Und zweitens, gibt es da hinten gar kein Bett. Der Küchenblock ist da, wo er immer ist, aber da hinten gibt es eine riesen Sitzgruppe. Aber der Reihe nach. Erstmal sitze ich jetzt hier auf dem Beifahrersitz. Wie ihr seht, eine Dinette im herkömmlichen Sinne gibt es bei diesem 540er nicht. Das Einzige, was man hier bekannt vorfindet im Eingangsbereich, ist der Kühlschrank. Und der geht auch bei dem Van 180 Grad auf. Das ist natürlich immer eine saugeschickte Sache, kommt man von außen gut dran. Kühlschrank ist von Dometic, läuft als Kompressor mit Strom. Schöne Lichtschalter haben wir hier noch, Achtung. Nette Ambientbeleuchtung obenrum. Das passt zu den Polstern, also leicht rostfarben. Der Küchenblock selber ist dann doch sehr überschaubar. Zwei Gasstellen und ein Waschbecken. Ja, das nicht kleiner sein dürfte. Viel Ablagefläche gibt es auch nicht. Wir haben immerhin hier noch das kleine Brettchen, das man hochnehmen kann, dass man hier ein bisschen mehr Fläche hat. Mehr ist dann auch nicht. Selbes Problem mit Fächern. Wir haben hier eine weit ausziehbare Schublade. Einmal und hier unten ein Fach, aber das ist dann schon nicht mehr Ablage, sondern eine kleine deshalb, weil der Van eine Dieselheizung hat. Sehr sympathisch, meiner Meinung nach. Man muss dazu sagen, das hier ist eine Studie, das ist noch kein Serienfahrzeug. Also das ist noch nicht das letzte Wort. Es ist auch nicht alles perfekt. Aber es gibt einen Eindruck, was Clever vielleicht in Zukunft machen könnte. Und die Idee einer großen Dinette ist dabei sicherlich verlockend. Denn man sitzt hier sehr bequem. Ich kann mich hier ausgestreckt hinsetzen, Füße hochlegen. Also ich denke, man kann hier zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht sogar zu 7, wenn nicht alle mörderdick sind und groß, kann man da einen schönen Abend verbringen. Das ist echt praktisch. Tischmäßig ist es natürlich irgendwann eng. Aber eng ist es ja eigentlich beim Camping gerne mal. Das ist ja nichts Neues, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Aber irgendwie, es hat schon was. Vor allem bei diesem Wagen hat man die Möglichkeit, alles so zu lassen, wie es hier ist. Denn da oben ist der Durchgang zum Aufstelldach und gepennt wird dann oben. Das macht das Ganze natürlich irgendwie sinnreich. Denn umbauen wollte ich das hier nicht jeden Abend. Ja, habt ihr das schon mal gesehen? Ein von unten beleuchteter Tisch. Das ist ja auch mal geil. Und den Tisch, den kann man absenken. Und wenn der so abgesenkt ist, kann man hier mal versuchen dran zu ziehen. Und dann legt sich das hier flach. Und dann hat man hier noch ein Bett. Dann kann man sich hier schön quer hinlegen. Das geht jetzt noch nicht ganz, weil hier die Seitenteile noch drin sind. Die kann man auch noch rausnehmen. Und hat dann hier eine Liegewiese. Zur Not zu zweit. Aber alleine liegt man hier top. Eine coole Sache finde ich hier, den Öffnungsmechanismus für die Fächer. Push to open. An einem Punkt muss man drücken. Und Sesam, öffne dich. Fach auf. Und dahinter verbirgt sich dann auch noch schöner Stauraum. Und zu geht's auch, ohne dass es einen Schlag gibt, sondern mit Gegendruck. Das ist eine schöne Idee. Womit aber sicherlich nicht gegeizt wurde, sind Lampen und LED-Spots. Sehr schön ausgeleuchtet, das Ganze. Sehr cool finde ich ja. 230 Volt Steckdose, Doppel-USB, Zigarettenanzünder. Und das nicht nur einmal, sondern hier hinten im Eck auch nochmal Doppel-Doppel-USB und 230 Volt. Hinten rechts in der Ecke USB, 230 Volt und 12 Volt Zigarettenanzünder. Unten an der Dinette sind auch nochmal 230 Volt und 12 Volt Auslass. So muss das sein. Ordentlich Steckdosen aller Varianten. Das macht den Camper glücklich. So, gucken wir mal nach oben.
Mangels Leiter kann ich durch dieses Loch leider nicht steigen, aber ihr könnt hoch. Und jetzt gebt mal Bescheid, wie es oben aussieht. Was seht ihr denn da? Ihr seid ja genauso schweigsam wie Co-Pilot und Friedrich. Jetzt hättet ihr mal sagen können, wie es hier ausgeht. Jetzt muss ich selber noch durchklettern. Aber das sieht ganz cool aus, oder? Schön nach Platz zumindest. Ich denke, da kann man als Erwachsener gut schlafen. Eventuell muss man ein bisschen abgehärtet sein gegen Kälte. Kalte Ohren, aber ein schöner Blick. Den gibt es in drei Richtungen. Damit kann man sich auch die Kälte vertreiben, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Weit kann es ja nicht sein, denn wir sind hier auf 5,40 Meter unterwegs und ich habe es gefunden, direkt neben der Küche. Die Tür macht Geräusche, aber geht sehr weit auf. Ich gehe mal rein. Wir arbeiten hier mit Duschvorhang und viel Platz ist jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann hier vorne halbwegs stehen. Wenn ich aber ein Stück zurückgehe, habe ich schon die Toilette in den Kniekehlen. Aufs Klo setzen, das geht. Aber viel mehr drehen und wenden ist auch nicht. Das Bad könnte man weiß nennen. Und das Waschbecken geht eigentlich ganz in Ordnung. Für die Kleine des Bades ist das eigentlich relativ groß. Auch der Mischer, alles gut. Sogar ein Fenster haben wir, das finde ich sehr cool. Und ein Ausfluss grinst mich an, nachdem ich die Matte weggenommen habe. Über dem Klo und dem Waschbecken gibt es dann noch zwei recht große Fächer für das, was alles so mit muss. Auch sympathisch. Halterung für die Duschbrause dabei, gibt es auch nicht bei allen. Jetzt gucken wir aber mal noch, wo der Keller ist. Ja, wir sind vor der Tür, die Messe leert sich, es ist schon nach 18 Uhr. Und so sieht der Keller aus von der Studie. Kein Wunder heißt das Ding Bike, denn da steht ein Bike drin. Man kann hier also sein wertvolles, normales Fahrrad, E-Bike, E-Scooter, Surfbrett, ein kurzes oder was weiß ich, was man da noch hinstecken kann, in den Van tun. Platz ist hier noch ein bisschen vorhanden. Allerdings wird es dann auch schon eng, denn Stuhl, Tisch, sonstiges Geösel, Gießkanne und so weiter muss natürlich eigentlich auch noch irgendwo hin. Und viel Platz bleibt da dann nicht mehr. Aber lustig ist, es gibt da noch eine Durchreiche nach vorne. Die sieht man von innen schier nicht, aber von hinten kommt man dran. Da kann man sich also immer mal kurz ein Bier reichen lassen von dem Mitreisenden oder der Mitreisenden, wenn man hier hinten am Bike ist und schraubt und Durst kriegt. Dieses Brett hier lässt sich hochklappen und aus dem Weg bringen. Ist mit Scharnieren versehen. Ist auf jeden Fall mal eine ziemlich andere Nutzung wie bei anderen Herstellern und Fahrzeugbauern. Einfach hinten das Fahrrad reinstellen. Warum nicht? Aber mir dünkt, es passt nur eins rein. Also wenn man zu zweit verreist, muss man sich da dennoch was überlegen. Ja, fürs Fazit ziehe ich mich mal dahin zurück, wo, glaube ich, mein Lieblingsort wäre. Nämlich genau hier. Das ist einfach sau cool. Alles angeguckt. Lustiges Fahrzeug irgendwie. Gefällt mir vor allem hier hinten die Sitzgruppe, wenn man zu mehreren unterwegs ist. Farblich gefällt mir das, ist aber Geschmackssache. Was mir nicht so gefällt, ist die Kleine des Bades. Also da drin duschen ist, glaube ich, eine echte Herausforderung. Ansonsten aber ist das eine interessante Studie, die vielleicht abgewandelt doch dann irgendwann mal den Markt trifft. Wunderbar variables Fahrzeug hier hinten. Platz oben zum Schlafen. Kleines Bad. Miniaturküche, man sollte nicht zu viel mitnehmen. Das ist aber sehr häufig so bei 45er Fahrzeugen. Cool für eine Person, die reist und immer mal auf Freunde trifft und Fahrrad fährt. In diesem Sinne sage ich Tschüss für heute. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Und ich gehe jetzt mal. Dankeschön und bis demnächst. Tschüss. Do, but just a moment with you.